Der tote Passagier. Beautiful. Just beautiful. All right, just the guy I need to talk to. All right, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Harwood, all right? Okay, machen wir. Gut. Ich glaube, das war auch so eine. Auch mal wieder eine anstrengende Mission, glaube ich. Ich glaube, die waren gar nicht mal so easy. Kann natürlich sein, dass ich jetzt mit Bravo mache gleich, aber. Da hat man ein bisschen Probleme mit der KI der anderen, weil die einen gerne mal rinrasen. Das ist dann ganz schön eklig. Also die. Quest kann eklig sein. Warte mal, habe ich das nicht so gemacht, dass ich die. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ich habe die vorweg einfach ausgeschaltet. Da erinnere ich mich sogar noch dran. Die Forelli-Brüder. So, der nervt mich nicht mehr. Er nervt mich doch noch. Aber der ist tot auf jeden Fall. Jetzt, okay, der ist auch noch. So. Easy. Wenn ich jetzt Glück habe. Nice. Ich glaube, wir haben das jetzt gerade gut entschärft. Das waren, glaube ich, die beiden, die da uns jetzt nerven würden. Die haben wir jetzt gerade gekillt und jetzt können wir denen in Ruhe die Mission eigentlich in Ruhe machen. Also. Man kann es halt ein bisschen einfacher machen, indem man einfach auf die schießt. Das haben wir jetzt auch, glaube ich, einfach gerade gemacht. Und es hat gut geklappt, also. Ja. Gut. Einmal schnell zur Schrottpresse. Also der Rest der Mission ist eigentlich simpel. Das ist eigentlich bloß noch fahren und dann haben wir es eigentlich. Das ist ja das Gute. Huch. Au. So. Gut. Dann haben wir das auch. Ja, Schrottpresse haben wir ja schon mal hier gesehen. Wir gucken sie uns nochmal an. Das ist, glaube ich, das eine Mal von zwei, das zweite Mal von zwei Mal, wo wir Schrottpresse, glaube ich, überhaupt brauchen. Das ist das hier großes Areal irgendwie, wo man denkt, das ist so eine auch Multi-Sache, dass man das oft braucht. Zweimal ist es los und das war, glaube ich, das zweite Mal. Also ich glaube, wir brauchen die Schrottpresse jetzt nie mehr. Das ist schon irgendwie traurig. Ich finde, die Schrottpresse kam echt ein bisschen zu kurz, fand ich. Also, so es GTA 3 angeht. Ja, ganz am Anfang hat man sie zweimal benutzt und dann nie wieder einfach. Dann gerät die auch einfach ganz schnell in Vergessenheit. So, ich renne jetzt einfach mal da wieder hoch. Und holen wir wieder mein Benji. Und dann speichern wir das schnell ab. Wir können auch mal wieder Waffen holen, eigentlich. Versteck. Das habe ich ein bisschen vernachlässigt, ich weiß. Dann machen wir, glaube ich, jetzt noch eine Diablo-Mission oder so. Man hat schon ja zwei Missionen gemacht. Naja, einmal die noch, aber erst speichern. Falls irgendwas schief geht, dass wir nicht die Mission, die wir davor gemacht haben, nochmal machen müssen. Immer besser, wenn man
bisschen auf Nummer sicher geht. So, nehmen wir immer mal wieder ein bisschen Ammo mitnehmen hier. So. Wir bräuchten eigentlich auch mal wieder Rüstung. Na, hol mal die mal schnell. Ist auch das Blöde, sie ist halt noch nicht im Versteck. Ich fahre ganz schnell mal runter zu Joey und hol die mal ganz kurz, die Rüstung. Ja. Bam. Einmal überfahren, eine Runde. So. Ach scheiße, ich habe noch keine Granaten. Obwohl doch, ich habe Granaten. Ja, ich habe Granaten. So, den Zaun haben wir weggeblastet hier. Und dann holen wir einmal das Ding. Deswegen brauche ich ja langsam mal Granaten. Ich muss hier mal den Zaun wegmachen. Das ist übrigens mein Hasszaun hier. Also den werdet ihr noch öfter sehen, dass ich den zerhaue. Andererseits ist gar nicht mehr so viel Möglichkeit. Ach, come on. Wie kann man denn für so einen Stern kriegen, ey? Ach, das ist doch ein Witz. Genau deswegen habe ich eben gerade gespeichert. Genau deswegen habe ich gespeichert. Ey, ist doch ein Witz. Wie kann man denn einen wegen sowas verhaften? Ey, scheiß Bullen immer. Jetzt machen wir das gleich nochmal. Aber bitte ohne Verhaftung. Das war jetzt mal wieder unlucky einfach. Ey, nur die Karre ein bisschen angekratzt. Wird genauso behandelt, wie als wenn du vier Leute umfährst. Einfach dieser Unterschied. Du kriegst... Du fährst mal eben durch eine Menschenmenge, kriegst einen Stern dafür. So. Das heißt, die Bullen sind sehr desinteressiert, aber wenn sie dich sehen, dann holen sie dich. Aber ansonsten, wenn sie dich nicht sehen, dann sind sie eher desinteressiert. Das gleiche kriegst du, wenn du einfach einen Kratzer an der Polizeikarre machst. Das ist... Also... Nee, ist einfach... Ich sag dazu mal jetzt gar nichts, weil es ist einfach so. So, Hasszaun. So. Okay. Ah, der Zaun kippt jetzt hier alle nach und nach um hier. Eine Granate und... Der Zaun ist im Eimer. Schon geil, oder? Hier, die ganze Ecke ist RIP. Okay, das ist noch stehen geblieben. Und der kleine Zaun hier, der ist unzerstörbar. Und hier ist halt die Granate nicht rangekommen. Ja, gut. Ist schon geil. Gut. Mission. Diesmal ohne Polizeikarre einen Kratzer reinmachen. Kriegt man nicht gleich auf die Fresse wenigstens. So. Wow. 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 Ja gut. So ist es, wenn man ins Schleudern kommt. Ja. Okay. So, genau. Und speichern. So, Stunts haben wir by the way geschafft. Kann ich ausmachen. Vorerst. Gut, dann machen wir, glaube ich, noch eine Elbogen-Mission, würde ich sagen. Hier lang. Genau. Elbow. Feuertaufe. Some insolent triad stole my beautiful car last night, wrecked it and left it burning. Some of my most precious donkey memorabilia was in the trunk. Real collectibles that are irreplaceable, my friend. I've hidden a throbbing weapon on the edge of Chinatown. Take it and teach these triad vandals to fear El Poro's well-endowed wrath. A
Die Mission war geil. So, und da wurde ich gerade genervt. Gut, ich habe gerade gesagt, diese Mission war geil. Und die war auch geil. Ja, wir sollen jetzt erstmal die Waffe holen. Ja. Das machen wir jetzt einfach mal. Das ist nämlich so eine Mission, die auf eine gewisse andere Missionsart aufmerksam macht. Und zwar die Rampages. Die sind in diesem Spiel leider nicht vorhanden. Also ich spiele ja die Cut-Version leider, also die deutsche Version. Es gibt ja noch die US-Version oder allgemein die Auslandsversion, wo das alles drin ist. In Deutschland haben die sich halt einfach gesagt, nee, das geht hier nicht. Das ist all dieses sinnlose Töten von Menschen einfach. Nee, das können wir einfach hier in Deutschland nicht dulden. Und ja, so ist das dann. Und ja, deswegen sind diese Uncut, also sind es in der Cut-Version diese Rampages nicht drin. Was sie aber leider vergessen, oder zum Glück vergessen haben, ist, dass die aus den Missionen nicht rauszunehmen. Weil diese Mission ist im Endeffekt die Rampage. Das ist zwar keine Rampage, die als Rampage zählt, aber es ist die Art Rampage. Wenn ich diesen Flammenwerfer einsammle, dann steht da, nimm dir 25 Triaden vor, random irgendwelche Triaden zerficken und ja, damit fange ich jetzt einfach mal an. Wenn der sich da jetzt nicht vorstellen würde, dann können wir es auch machen. Wir haben hier unendlich Ammo. Leider kann ich nicht machen. So. Okay, die Triaden sind echt ein bisschen dumm. So. Da ist noch einer. Ein paar noch. Hier haben wir wieder Triaden. Hier ist ein Triade. Da kommt sogar die Feuerwehr gleich. 15. 14. So. Da vorne der Sportplatz, der war noch richtig effektiv. 13. Geh jetzt nochmal ganz kurz da in den Sportplatz rein. Oh, Scheiß, brennt auch. So. Okay, einer noch. Und wir haben es geschafft. Genau, 10.000 Dollar haben wir dafür gekriegt. Und ja. War es jetzt schon, dass uns die Triaden hassen? Keine Ahnung. Ja, das ist der Feuerwehrtyp. Sie haben es nicht geschafft, die zu retten. Aber ich glaube, jetzt hassen sie uns. Ja, ich glaube, die Triaden hassen uns jetzt, glaube ich. Also jetzt brauchen wir. Ah, das ist jetzt schon, dass wir uns jetzt nicht mehr nach Chinatown begeben dürfen. Rein theoretisch. Also ich befinde mich gerade in Chinatown. Aber ich glaube, die Triaden. Oh ja, die hassen mich jetzt. Die ziehen ja jetzt die ganze Zeit aus dem Auto und. Ja. Und schießen auf einen. Wir dürfen nie wieder nach Chinatown. So ungefähr. Gut, Triaden sind noch Lab eigentlich, aber. Weil die haben nur Pistolen, das ist. Ja, aber das ist tatsächlich so ein Problem in GTA 3. Je weit, also je mehr du mit der Story voranschreitest, desto mehr Leute hassen dich hier. Am Ende hasst dich hier fast jeder eigentlich. Und ja, da gibt es dann echt so gewisse Stadtteile im Gebiet, wo du kannst, da kannst du einfach nicht mehr rein, das geht nicht. Kannst du vergessen. Und so ist das auch. Gut, Feuertaufe haben wir auch geschafft. Gut, das haben wir noch. So gesagt, 10 Minuten. Wo wir wieder was mit den 100% nochmal machen können. Ich habe mir gedacht, lass uns jetzt mal noch schnell die Päckchen sammeln, die paar, die uns dann noch fehlen. Das ist ja nicht so schlimm wie Monster Stunts tatsächlich. Wo haben wir das hier? Sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 Päckchen sind das jetzt noch. In ganz Portland, dann haben wir da auch 100% sozusagen. Also, was Portland angeht. Und ich würde einfach mal sagen, was machen wir?
Ich hole jetzt mal, suche jetzt mal ganz kurz wieder die Päckchenliste raus. Das Stuntmap, das wollen wir nicht. Das ist Vice City, das wollen wir jetzt auch nicht. Grand Theft Auto 3, bitte. 100% bekommen wollte ich nicht, wollte 100 Päckchen, bitte. Nee, das ist Vice City, was er mir anzeigt. Ah, jetzt 100 Päckchen. Gut. Portland, bitte. Die Map. Einmal, please. So, da habe ich sie auch. Gut. Wo fahren wir denn jetzt mal? Eigentlich sind es bloß 11 Päckchen. Das, glaub ich, das letzte können wir nicht holen. Wir haben Päckchen Nummer 16 nicht. Das ist dort in Island. Da brauchen wir, also müssen wir auf Insel 2 kommen. Und das allerletzte Päckchen geht, glaube ich, auch nicht. War es das allerletzte? Das war das allerletzte, ja. Gut, dann sind es jetzt noch 11 Päckchen. Ja, machen wir dazu. Glaube ich. So, einmal die Nummer 20. Okay, ich gehe jetzt einfach der Reihenfolge alle noch ab und dann machen wir das schon irgendwie. So, haben zwar nicht mehr so viel Zeit, aber ist eigentlich auch egal, jetzt ziehe ich ein bisschen. Die Monster Stunts haben jetzt halt leider ein bisschen Zeit gefressen. Ja, ich glaube, wenn wir das haben, dann haben wir auch 100% auf Portland, glaube ich. Also, dann können wir uns eigentlich voll und ganz auf Mission konzentrieren. Also, ich werde trotzdem noch was nebenbei machen, aber was anderes. Taxifahrten, aber sehen wir ja dann sowieso in der nächsten Aufnahme erst. Da kümmere ich mich heute nicht mal drum. So. Wir wollen zum Super Safe Markt. Und der ist nicht hier, sondern wir müssen ja mal durchs Gebüsch fahren. Hoffen wir mal, hier ist kein standfester Baum. Danke. Hier ist super safe. Da oben klebt das Päckchen drauf. Das holen wir jetzt. Da müssen wir auch so einen Stunt mehr oder weniger hinlegen. Aber den müssen wir nicht schaffen, den Stunt. Also nicht ganz offiziell schaffen. Brennt die Karre jetzt aus, oder? Warte mal, ich muss mal, glaube ich. Nein! Die steht doch! Mann! Hat angefangen zu kokeln. Das A-Loch. Egal. Dann ist es so, das Päckchen haben wir jedenfalls. Wo ist mein Stift jetzt hingetan? Hier ist mein Stift. Nummer 20 auf der Liste. Gut. Weiter geht's. Ich nehme jetzt einfach mal den Idaho. Wir brauchen mal keine schnellen Wagen. Ja. Einmal bitte Flashback, danke. So, Nummer 21. Wo ist Nummer 21? Ist am Arsch der Welt. 21, 22, 23 ist am Arsch der Welt. Das hole ich später. Hier auf dem Hafengelände wäre noch 26. Hole ich mal erstmal 26. So, ich wollte eigentlich gerade den Zaun umnieten, dass ich hier mal ins Stockgebiet komme. Danke. So, Rippzaun. Gut, ich fahr jetzt mal den Typen kurz um und dann nachher hinten. Um mal ganz kurz die Weste zu holen, weil ja, die haben ja schon wieder ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. So, fertig. Ja, es dauert noch ein bisschen, bis wir die im Versteck haben. Okay. Genau, ich wollte 26 holen. War das nicht? Bin ich überhaupt richtig?
Das war doch hier drauf irgendwie. Ach, stimmt, hier war ja dann auch noch eine Mission. Ja, eigentlich war nicht geil, die Mission. Aber da habe ich auch noch eine Story zu erzählen. Aber das kommt dann, wenn es kommt. Nicht jetzt. Bitte nicht jetzt. Gut, hier müssen wir Klotz Sprungskills ausprobieren. Das hat natürlich gut funktioniert. Dann haben wir das Päckchen auch. Sehr schön. Das hat gut funktioniert. Das Schöne ist ja, Claude kann unendlich sprinten, wenn man die Krankenwagen-Mission gemacht hat. Das machen wir uns da schön zunutze. Nee, ach scheiße, ich hab 21, 26 wollten wir. Egal, weiß ich Bescheid. Dann hole ich 21 jetzt, dass ich das nicht vergesse. Dann fahre ich jetzt mal schnell in den Arsch der Welt. Da sind ja drei Päckchen in der Nähe, deswegen fahre ich da mal schnell hin. Ist halt auf dem anderen Inselteil. Danke für nichts. So. Gib mir mal den Wagen hier. Kommt jetzt der Krankenwagen. Gut. War ein Chinatown, glaube ich. Ups. Da können wir jetzt nicht mehr hin. Also, wir können da schon hin, aber wir werden halt bisschen von Triaden geärgert. Wie zum Beispiel jetzt gerade. So. Die können uns nicht leiden, die Triaden. So. Einmal müsste hier in dieser Gasse ein Päckchen sein. Irgendwie genau. Dann müsste ein Haus südlich hier irgendwie was sein. Genau, das längliche. Auch in der Gasse. Da sehen wir es auch schon. Und dann das Eck vor uns müsste ein Päckchen sein. Irgendwie hier. Ach, das war ja sogar hier, wo der Flammenwerfer war. Das hätte ich auch mitbedenken können, war es, glaube ich, hier auf dem Dach irgendwie. Also quasi da, wo ich schon hochgelaufen bin. Hätte ich auch mal ein weiterdenken können, das Päckchen hier denken können, aber nö. Ist viel zu viel verlangt. Gut. Aber ups, ah, aua. Gut, dann haben wir auch 22 und 23. So, jetzt, 24 haben wir schon, dann ist jetzt, wir haben auch schon die 28. 25, 27, 29, 30, 31. 25, 27, 29, 30, 31. Okay. Und 32 noch. Okay. Gut. Dann stelle ich mal ganz kurz hier in den Rumpo hier. Bampony. Ist fast das gleiche. Oh, jetzt hassen sie uns die Bullen auch noch. Nein, ihr verhaftet mich jetzt nicht. So. Ich glaube, es war sogar ein anstrengendes Päckchen. Da müssen wir, glaube ich, auch wieder irgendwas mit der Bahn da oben machen. Das war irgendwas mit runterspringen, glaube. Na gut, dann machen wir das. So. Einmal hier hoch. Da durften wir eine Runde von den Gleisen springen. So, hier ist auch die Oberlandbahn, aber ich glaube,
Na, eigentlich müsste man sie mal nutzen. Aber ich habe sie wirklich noch nie benutzt. Ich finde die ist ein bisschen überflüssig, aber. Naja, was soll man machen? So, das war irgendwie. Von hier drauf springen. Und dann war es eigentlich nur. Hier lang, genau, hier ist auch noch mal eine Weste. Adrenalin nehme ich jetzt nicht mit. Was ist das eigentlich für eine Waffe hier? Eine geile Waffe ist hier auch noch, okay. Und Päckchen. Halt das, was ich wollte. Ja. Auto! Meins. So. Abhaken. Gut, 27 brauchen wir noch. Jetzt fahre ich gerade Kreise, das ist nicht das, was ich will. Warte mal, ich glaube, das war hier drinne, oder? Ich nichts mehr wissen? War das nicht hier drin irgendwie? Ja, genau. Wusste ich's doch. Gut. Päckchen 27 in-game und 27 auf der Map. Dann 29. Wo ist denn das? Ah, ich weiß welches Päckchen. Okay. Bumm. Haben wir gemacht. So, da mussten wir ein bisschen mit der Brücke spielen. Aber nur ein bisschen. Einmal kurz hier hoch. Ist halt so eine Sache. Der Triade ist uns gerade gefolgt. So, der ist tot. Nein. 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 Wie müssen wir jetzt hier hochkommen? Nein. 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 Es kann doch nicht so schwer sein. Komm schon. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier springe, hat irgendwie Claude Angst vor der Mauer. Das ist ein bisschen. Oh, ey. Claude, spring jetzt, danke. Ist immer ein bisschen schwierig mit Claude. Der hat immer nicht so gerne. So, ich kriege mal ein bisschen Pistol-Ammo. Das ist uns aber auch nicht viel wert. Sonst haben wir Päckchen Nummer 28. Es ist insgesamt 29 auf der Karte. So. Dann Nummer 30 noch. Was war denn das eigentlich? Ah, ich glaube, ich weiß auch, was das für ein Päckchen war. Warte mal. Wie war denn das nochmal? Konnte man das in die Luft sprengen? Musste hier irgendwie reinkommen. Ging einfach als gedacht, auf jeden Fall. Und dann. Irgendwie auf dem Dach? Ich weiß es nicht mehr. Ist auf jeden Fall eine schusssichere Weste und eine Uzi. Nehme ich mal mit.